an einen bestimmten Teil der jugendlichen Opposition. Sie muss wissen, dass Leute, welche die repräsentative Demokratie, die freiheitliche Gesellschaftsordnung, zum Gegenstand des Hohnes machen und der Aggression, dass die sich auf den gefährlichen Weg mancher begeben, die im Namen des Proletariats eine Diktatur über das Proletariat errichten oder solcher, die im Namen des Gemeinnutzes den Genuss der eigenen Macht über alles andere stellen. (11.03.1968). Lieber Wolfgang, Anfang März waren Arno, Elfriede und ich also in München. Nach hartem Suchen und Herumfahren fanden wir die erwünschte Wohnung. 5 große, ein kleines Zimmer und ein ganz kleines für unseren Oliver. Elfriede und ich werden in ein Zimmer ziehen. Das Schlafzimmer verkaufen wir. Die Wohnung hat 206 Quadratmeter und liegt im 4. Stock. Miete 700 Mark. Maklerprovision 1800. Wir bezahlen 135 Mark, das kleine Zimmer haben wir mit 100 Mark gedacht, die restlichen Zimmer je mit 117 Mark. Die Miete ist ein halbes Jahr im Voraus zu entrichten. Wir werden wahrscheinlich einen Tausender aufnehmen müssen. Ich werde Ende März mit den Möbeln in München sein. Elfriede kommt am 1. Mai, Henny Mitte April, Moni im Juni, Henny weiß ich nicht, Arno auch am 1. Mai. Falls du Gelegenheit hast, umsonst zu telefonieren, hier meine Nummer: 88 14 44. Das war's in Kürze. Bitte schreib endlich mal. Es grüßt herzlich Lutz. PS. Übrigens betragen die Fahrtkosten nach München pro Mann 47 Mark. Arno hat für Moni, Henny und Henna ausgelegt. Ich für dich. Man kann diese ganze Umbruchzeit der 60er Jahre heute ganz schwierig vermitteln. Manche machen daraus eine ein Heldenepos. Das halte ich für falsch. Ja, durch diese ganzen Drogen, da kam natürlich einiges an raus, ja, was man als Jugendlicher damals ja gar nicht wusste, was in einem drin ist, ja. Also ich habe nie Steine geworfen oder so etwas, das fand ich auch nicht richtig. Aber es gab natürlich schon Situationen, wo auch physische Konfrontationen da waren. Für mich ist das ganz toll. Das ist was ganz Neues, ne, Schatz? Das ist auch eine Revolution. Auch was ganz Anti-Autoritäres. Und wollte nie in meinem Leben, also eine Lady, eine Dame, eine Hausfrau, eine deutsche Mutter werden. Die Polizei hat mich nie wahrgenommen, weil ich immer so unauffällig aussah. Und, aber die Kollegen waren neidisch und wurden neidisch, denn die sahen immer, dass ich die interessanten Bilder hatte und machte, die sie nicht machen konnte. Das hat was bewegt. Ja. Deutschland ist, oder damals eben die Bundesrepublik, eine erwachsene, bürgerliche, normale Demokratie geworden mit der 68er-Bewegung. Ja. Wir waren sicherlich keine politische Wohngemeinschaft, denke ich mal. Das waren wahrscheinlich die wenigsten. Also das meine ich nämlich auch. Da wird immer dann vielfach nachgefragt, was habt ihr politisch gemacht? Ich glaube, dass damals die Wohngemeinschaftsform überhaupt im Gegenteil weniger politisch war. Auch die Kommune 1 war ja keine politische Gemeinschaft, sondern die haben halt Orgasmusprobleme diskutiert, die haben Kunst vor allen Dingen miteinander betrieben. Ja, Kunzelmann kam ja aus der Kunstszene, Langhans auch. Also, und wir haben halt unser Leben zusammen hier in irgendeiner Weise. Wir sind die gleiche Generation gewesen. Ja, so, wir haben die Geschichte unserer Wohngemeinschaft in der Münchner Elisabethstraße war wohl sowas wie die Geschichte der 68er Jahre von unten betrachtet. 8 junge Leute, alle Berliner Arbeiterkinder, wollten einfach raus. Weg von den autoritären und in ihrer spießigen Welt gefangenen Eltern. Weg von der bedrückenden Enge der Inselstadt Berlin und rüber nach Westdeutschland, wo das Leben so viel leichter und lustvoller zu sein schien. Wir wollten frei sein, studieren und gleichzeitig Spaß haben. Und dafür schien uns München der richtige Ort zu sein. Das zumindest hatten uns gemeinsame Kinogänge mit Filmkomödien wie Zur Sache Schätzchen und Das Engelchen von Bamberg, in denen es erstaunlich freizügig und frech zuging, suggeriert. Wir waren alle Anfang 20. Als Jungs hatten wir uns im Berliner Fußballverein Südstern 08 kennengelernt und Freundschaft geschlossen. Im Frühjahr 68 beschlossen wir, gemeinsam nach Bayern auszuwandern. Keiner hatte viel mehr als einen Koffer dabei, als er in die WG einzog. Die meisten besorgten sich Möbel und eine einigermaßen intakte Matratze auf dem Sperrmüll. Der Einzige, der schon etwas besser eingerichtet war Lutze, der mit seiner Frau Elfriede und dem gemeinsamen Sohn Oliver eingezogen war. Für den kleinen Olli sicher eine spannende Geschichte, denn er hatte mit einem Schlag plötzlich 5 Väter. Lutze war einer der politischen Köpfe der WG. Links, belesen, diskussions- und trinkfest, was damals durchaus zusammengehörte. Für mich, der ich mir der Spaßfraktion angehörte, versuchte er so etwas wie ein politischer Lehrmeister zu sein. Zwischen Arbeit und Studium und dem Fußballspielen im großzügigen Flur der Wohnung wurde natürlich dauernd gestritten. Über den Vietnamkrieg und die Notstandsgesetze, genauso wie über die alltäglichen Probleme des Zusammenlebens. Und natürlich immer wieder die Kohle. Mein schäbiger E-Lack-Plattenspieler erwies sich bald als Retter in der Not. Wir fingen an, in der WG Partys zu veranstalten. Gerüchte von orgiastischen Exzessen in der Kommune in der Elisabethstraße heizten das Interesse an. Uns war es recht. Der florierende Bierverkauf brachte den erhofften Profit, was nicht gerade fein war in dieser Zeit, wenn man links war. Das Jahr 1968 war ein überaus ereignisreiches Jahr. Der Einmarsch der sowjetischen Truppen in die CSSR, das Massaker amerikanischer Soldaten im vietnamesischen Dorf My Lai, die Ermordung von Martin Luther King und Robert Kennedy, die Verabschiedung der Notstandsgesetze, die Schüsse auf den Studentenführer Rudi Dutschke und die Verurteilung der Kaufhausbrandstifter Bader und Ensslin. Noch heute kann man unmittelbar nachvollziehen, wie diese Ereignisse Politik, Gesellschaft und das Bewusstsein der Menschen verändert haben. Einer der wenigen, die ihren Weg bis heute geradlinig weitergegangen sind, ist der Kölner Kurt Holl. Holl ist heute Lehrer an einem Abendgymnasium. Er ist unverheiratet und Vater 2er Kinder. Er schloss die Schule als 1er-Abiturient ab, erhielt Hochbegabtenförderung und machte 1967 sein Staatsexamen als Lehrer für Geschichte und Philosophie. Er wurde regelmäßig als Gammler beschimpft, was ihn bis heute ärgert. Es hat angefangen, würde ich sagen, mit einem tiefen Unbehagen an dem ganzen Lebensstil unserer Eltern, logischerweise, und mit dem Bedürfnis, einen Bruch zu vollziehen mit deren Kultur im weitesten Sinne. So, und die Tatsache, dass die ältere Generation derartig aggressiv auf solche ganz natürlichen Wünsche reagierte, dadurch wurde es einfach auch zu einer politischen Revolte. Man wollte sich nicht mehr die Rahmenbedingungen diktieren lassen von anderen. Und das hat eben dann nicht nur mit den Haaren zu tun und mit Hippie-Klamotten, die viele sich da eben anziehen wollten. Es hat was zu tun mit der autoritären Manier, in dem das gesamte Leben kommandiert wurde. Wir waren ja aufgewachsen in stinkkleinbürgerlichen Familien. Unser Leben war irgendwie vorgeplant bis ins Detail. Ich machte da Examen gerade, ich war verlobt, ich wollte dann eine Lehrerstelle antreten, dann wollten wir, also meine Verlobte und ich, uns ein Häuschen bauen, so wie ich das auch von meinen Eltern kannte. Und mit einem Mal änderte sich alles grundsätzlich für mich und jetzt plötzlich kam halt zum Durchbruch das ganze Unbehagen, was ich die ganze Zeit schon hatte. Das Unbehagen an einem Leben, was bis ins Detail vorgeplant ist, wo man eigentlich nur das Abziehbildchen der eigenen Eltern ist. Und nicht nur ich, viele andere hatten ein ähnliches Feeling. Und das war eigentlich der Grund dafür, dass es plötzlich zu einer Massenbewegung wurde, zu einem Ausbruch aus dieser Gesellschaft. Das Unbehagen an der Politik der Großen Koalition zeigt sich vor allem im studentischen Protest. Die außerparlamentarische Opposition demonstriert nicht nur gegen Amerika, gegen den Vietnamkrieg. Die Studenten wenden sich gegen innenpolitische Verkrustungen.